Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier, KDE von Thüringen, Version 3.101. Ja, Rest fertig flügen. Ich habe mal kurz meine Folge gestartet. Ja, ist ja schnell gemacht. Kurz den Intro mal versucht mal aufzunehmen. Also, hauptsächlich vergessen ja nicht die kleine Folge, Anführungszeichen, separat zu bearbeiten. Alles bot sich gerade an. Von der Position aus her waren wir gerade richtig. Und das andere ein bisschen geflackert, aufgrund, dass ich meine Maus gemacht habe. Jetzt habe ich das mit dem Joystick gemacht von der Konsole, kann man sagen, hier Bytec-Konsole für LS. Und hoffe, dass das besser ist. Ja, da werden wir flügen alle mit durch. Den Rest sparen wir uns. Weil diese kleinen Fitze, das ist nicht so dramatisch. So, dann können wir gleich mal alles wieder wegstellen. Ja, wir sind doch durch. Ich dachte erst, wir könnten das. Wo haben wir unser Maus? Mauspfeil ist wichtig. Ich meine, es ist nicht mehr so tragisch wie früher. Früher bin ich raus und war Lenkung auf Null. Aber heute wäre das so. Ja, das Bildschirm würde weggehen. Ihr würdet davon nichts merken, also nichts sehen. Aber ich würde da kurze Unterbrechung und Aufnahme da. Also im Prinzip kurz rückleveln da sein. Und das wollte ich ja nicht. Der Düngerfahrer ist angekommen. Ja, da kommen wir nicht rein. Da müssen wir schauen, ob ich einen guten Platz finde für unsere Flügel. Habe ich noch keinen. Ah, unser Mistfahrer hat gerade nicht abgekippt ordentlich. Oder ist der Rest voll jetzt? Ich werde den auch dahin stellen, aber ich muss mal sehen, dass ich hier mal bei Gelegenheit hier eine Halle aufstelle, dass die mir nicht so sehr weggerutscht sind, richtig weggerutscht, Anführungszeichen. Ob das auch so macht bei einem anderen Flug, der bei den großen Flügen, ist es passiert. So. Und dann nicht V. Der würde nicht wegrutschen, ne? Ich habe keinen Zugang, also ihr könnt noch keine Bearbeitung durchführen und Halle stellen. Gut, Seemaschine. Seemaschine nehmen und gleich mit Gras die Aussaat vornehmen. Wo habe ich die? Gute Frage, ne? Hof. Hof 1. Ja, da sind die. Damit da mal hinfahren, ne? Oder habe ich da auch Traktoren da? Ich glaube schon, ne? Den Holland kann man ja auch nehmen. Den stellen wir hier so ran. Erstmal. Ich werde mal den Dünger und Saatgut holen. Am globalen Markt, das machen wir mal. Aber Breitreifen fahren. Da haben wir die Sonderzulassung dahinter, ne? Wir haben nicht genau sicher, wie das wäre, wenn das die Breite überschreiten würde. Im Realleben, ne? Aber heute fahren wir mal so. Ansonsten müsste man das umrüsten. Beziehungsweise den Traktor mit dem LKW und Tieflader zum Feld fahren. Wenn zu breit wäre. Aber die Maße habe ich nicht im Kopf. Kenne ich auch nicht. Die kommen ja nicht aus der Branche. Jedenfalls nicht aktiv. Flügen und Gruppe, das war nie mein Fall. Habe ich nie mit beschäftigt.
Ich hab's nur halt mal gesehen. Aber ich habe eher mit Tieren zu tun gehabt. Ferienjob damals. Und nebenbei mal hier und da geholfen. Und Kühe melken, ne? Von daher ist es für mich nicht ganz fremd. War auch mal ein Ereignis, wenn eine Kuh gekalbt hat, ne? Das war ja, oh ja, das war was. Nicht alle Kinder vom Dorf, aber teilweise doch, haben wir noch ganz gerne zugeschaut bzw. auch dann geholfen, wenn man eingreifen musste. Ne? Ja, die hat ja auch, die haben auch ein Pferd gehabt von der LPG damals für die Bauern. Und das war für uns immer ein Ereignis im Winter, wenn der Vater von der Nachbarstochter sagte, er wird jetzt das Pferd einspannen mit der Schleppe und dann können wir Schlitten anhängen. Ne? Das war ja ein Riesenereignis für uns. Das war schön. Wenn mal Schnee lag, ne? Wir hatten auch früher mal Jahre gehabt, da lag kein Schnee. Das gab's auch. Das hat nicht so häufig, ne? Immer so. Ja, Mikrofon passt, denke ich mal. Die Entfernung auf jeden Fall. Ja, die Gerste will geerntet werden, aber leider das Wetter wird es nicht zulassen. Und ist auch noch nicht reif. Ne? Kommt auch noch hinzu. Ist alles da, die Fahrzeuge sind da, die Abfahrer sind da. Ja, Wetter ist noch nicht so weit und es wäre auch noch nicht reif, da kommt auch noch hinzu. Wenn es reif wäre, dann wäre es schon ein bisschen blöd mit dem Wetter, aber so. Aber wir haben so viel Regen zur Zeit, aber wenn die Temperatur passt, dann trocknet auch irgendwann näher, ne? Zügig. Hoffe ich jedenfalls. Das ist dann morgen. So hoffe ich, der Regen mal aufhört. Ja, was machen unsere Tiere eigentlich? So. Da würde Stroh fehlen, da wäre ganz gut. Ansonsten haben wir da Mischfutter, kein Heu, kein Klee und Grasfeucht ist auch was alle. Aber Gras ist von einer Weide, ne? Und hier ein bisschen Futter fehlt, aber das ist nicht tragisch. Ja, Milch könnte man auch globalen Marktkauf bringen, ne? Sonst haben sie noch alles. Blöd wäre es nur, wenn man das komplett auf Null wäre, ne? Dann wäre es schlecht. Dann wäre es ungünstig. Ja, jetzt kommen wir zum globalen Markt, ne? Das sind die einen, das sind eine Änderung hier im Spiel, dass Gebäude versetzt wurden. Und der globale Markt bekam einen festen Platz hier auf der Karte. Man muss sich hier keinen setzen, also platzieren. So. Aber Getreide ist auch noch hier. Ich glaube links. Oder nee, falsch, rechts. So, hier müssen wir kurz mal einen Dünger kaufen. Dünger, der Nils ist nicht da. Dann bin ich mal ganz kurz mit Menü Restklick, also mit R. Und Heu könnten wir auch kaufen, ja. Dünger. Maximal, ja, bestätigen. Dünger haben wir drin im Lager jetzt. Ja. Freut sich Thüringen, Quatsch, die Marsch.
glaube, ich fahre mal raus aus dem Bereich und wieder rein. Das geht nicht. Dann müssen wir gleich nebenan reinfahren. Das ist noch ein Trigger. Fahr mal so einfach rein, ne? Das ist so wie bei Landhahn und Müller. Könnte sein, dass hier rauskommt. Jo. Aber hier ist ganz schön eng. Zum Fahren. Tja, Dünger und dann nachher mal sehen, den Rest noch holen oder zurückverkaufen oder Saatgut auch noch kaufen, ne? Mal schauen. Wie ist eigentlich die Vorhersage vom Wetterbericht, ne? Das ist ja auch er meldet eigentlich, naja, Sonntag noch mal Regen, dann trocken. Für Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag trocken. Wenn das stimmt, können wir sogar Heu machen. Wenn das Gras gewachsen ist, ne? Ja, dann wollen wir einmal fahren. Wie wird's aber eng, sehr eng. Kann man sich auch Flüssigkeiten sich einkaufen. Da kommen wir nicht rum. Oder? Dann werde ich dann ganz kurz die Reifen auch normal umrüsten. Und dann müsste das besser gehen. C. Muss ich kurz überlegen. Taste C. In Ansicht fährt sie ein bisschen besser. Finde ich. Ist natürlich Geschmackssache, ne? Der eine macht es so, der andere so. Ich liebe ganz gerne für längere Strecken die Innensicht. Ja, KI-Verkehr ist aus. Da, wenn ich zum Beispiel Outdrive was korrigieren möchte, die KI hält ja nicht an, ne? Die fahren drauf zu. Beziehungsweise die schießen einfach von der Straße. Und das ist äußerst schlecht für ein Großeinfahren, wenn plötzlich das richtig kräftig vom Kurs wegkommt, ne, abkommt. Dann wäre das ungünstig. So. Aber ich werde mal ganz einfach den anderen Traktor nehmen. Den Fast Track, wie das heißt. Hier ist er ein bisschen schneller und den brauchen wir nicht umrüsten. Dann können wir gleich von Hof 1 eine Seemaschine holen. Ich habe wieder so optisch täuscht, den mit dem linken Reifen. Jetzt dreht er sich mit. Ja, mit 5 lassen wir durchlaufen. Der Dünger muss einfach durch sein. Der Missfahrer steht, Blocking, wieso? Könnte sein, dass er jetzt nachher entsprechend nicht mehr genug Mist bekommt. Und dann kommt er nicht weiter. Beziehungsweise die Meldung kommt dann, dass er nicht weiterfahren kann, weil kein Mist kommt. Ne? Deswegen Blocking. Oder das Förderband ist aus, kann auch sein. Aber das wäre nichts Neues. Aber ich könnte auch Gülle fahren, so ist das nicht. Ja, Seemaschine müssen wir schon holen, ne? Ist doch blöd.
Anführungszeichen. Das möchte ja gleich wieder ausgesät werden, ne? Dass wir da bei Gelegenheit mal wieder Gras ernten können. Ne? Mitte Sommer, vom Wetter her ist ein ideales Feucht, den würde wachsen. Ne? Würde immer gleich mal die Sämaschine holen. Fahren wir jetzt zum Hof und nehmen den anderen Traktor her, den Fasttrakt, und holen gleich mit dem die Sämaschine und dann machen wir einen fliegenden Wechsel. Dann nehme ich hier einen Anhänger und kaufe den Restdünger und hole dann nochmal ein Saatgut. Ja, das Video anschauen müssen wir auch noch machen von Sebastian und mal, dass er aufladen kann, ne? Wenn mal Silage da ist, ne? Aber daran denke ich garantiert erst, wenn es soweit ist und dann hier vollgepackt ist. Soll ja Feld Nummer 638 in das mittlere Silo rein und in Feld 60 soll links oder rechts. Auch mit der Gefahr, dass das äußere Silo verpackt sein könnte. Nicht keine Sorge, ich kippe das hier kein Dünger rein. Es würde auch nicht gehen, stolz ich auch nicht. Muss hier rein. Im ersten. Man muss auch nur rechts ranfahren, ne? Also nicht so wie jetzt, wie man jetzt so. Genau. Manchmal Regen wird eigentlich zum Dünger ungünstig, ne? Mit offenen Ladefläche. Ja, wie schon sagt, ungünstig, er löst sich ja auf, wird ja flüssig, ne? Ja, hier haben wir auch Kalkstein gelagert, ein bisschen, ne? Nur ein bisschen, nur ein bisschen mehr noch besorgen. So, hier ist unser Fasszeug. Mache ich mal gleich mal die Folge beenden, die Vorbereitung für die nächste Folge, dann mache ich mal kurz die Verabschiedung. So, liebe Schauer, das soll es dann auch schon für heute gewesen sein. Ich sage auch schon Dank fürs Reinschauen. Tschüss, ciao. Ja, morgen geht es hier weiter, hier in Thüringen. Weitere Arbeiten durchführen, ne? Tschüss.